Wenn ihr mit ganz kleinen Kameras drehen wollt, wie zum Beispiel so einer Flip oder so einer Kodak hier, dann könnt ihr beim Drehen bereits ein paar Sachen beachten, um später einfach den YouTube-Editor verwenden zu können. Ihr könnt mit dem YouTube-Editor selbst Videos schneiden, allerdings könnt ihr keine Videos überlagern. Das heißt, ihr müsst immer in einzelnen Takes denken, in Szenen, die hintereinander geschnitten werden. Das heißt, macht einfach einen Beitrag mit mehreren Takes hintereinander und damit ihr beim Moderieren eures Beitrags nicht durcheinander kommt, denkt ihr euch einfach einen Raum mit vier Ecken. Jede Ecke in diesem Raum ist also quasi ein Take eures Beitrags, eine Szene, und ihr hangelt euch einfach mit eurem Gedankengang durch diesen Raum hindurch und moderiert in Sinnschritten. Wenn euch das zu langweilig wird und ihr wollt gar nicht immer im Bild sein, dann könnt ihr natürlich auch aus dem Bild rausgehen und einfach im Off etwas erzählen. Dann macht ihr einfach ein paar schöne Schnittbilder und ihr müsst einfach nur beachten, dass das natürlich auch ein einzelner Clip ist. Das heißt, wenn ihr da etwas drauf habt auf diesem Video, was später zu YouTube soll, dann könnt ihr einfach ein paar schöne Schnittbilder drehen. So könnt ihr zum Beispiel verschiedene Sachen filmen, überleiten auf andere Orte und habt ein paar Schnittbilder in euren Videos, ohne dass ihr immer selber im Bild sein müsst. Ja? Könnt ihr also auch mit dem YouTube-Editor dann gleich in eure Videos hineinkleben. Also, erster Sinnschritt, erster Take. Erste Ecke, zweiter Aspekt eures Beitrags, zweite Ecke, zweiter Sinnschritt, zweiter Take, dritte Ecke, dritter Beitrag, dritter Take und die vierte Ecke, das ist dann der Schluss eures Beitrags. Jetzt müsst ihr nur noch die einzelnen Clips hochladen zu YouTube, könnt ihr dort noch auf Privat setzen, damit keiner diese einzelnen kleinen Clips sehen kann, und dann geht ihr in diesen YouTube-Editor hinein, wählt die einzelnen Clips aus, klebt die einfach hintereinander und speichert dieses ganze Projekt ab als neues YouTube-Video. Jetzt müsst ihr eigentlich nur noch auf youtube.com gehen und dort auf Video hochladen klicken, dort das Video dann auswählen, am besten gleich von der Kamera, und zu YouTube hochladen. Ihr könnt es dann gleich auch noch beschriften, also hier die Videoinformationen und die Datenschutzeinstellungen einstellen. Ihr braucht eigentlich noch gar nicht groß viel zu machen. Wählt einfach kurz irgendeine Kategorie aus, ist eigentlich alles völlig egal, und klickt hier unten bei Datenschutz auf Privat. Dann sieht das Video nämlich noch keiner, nur ihr seht es später dann gleich für euren YouTube-Video-Editor. Wenn der Upload fertig ist, dann klickt ihr einfach mal hier oben auf Meine Videos, ja, und dann seht ihr alle Videos, die ihr bereits hochgeladen habt, und dann könnt ihr auch eure Takes sehen. Die sind bei mir jetzt alle hier auf Privat gesetzt, und jetzt sehe ich hier oben etwas, das nennt sich YouTube Video Editor, und den klickt ihr einfach mal an. Und dann seht ihr ein richtiges Videoschnittprogramm, und jetzt könnt ihr einfach diese Takes nehmen, wie sie hier sind. Fangen wir mal bei dem ersten Take an und ziehen den einfach mal hier hinein. Ja. Ihr könnt es zum Beispiel jetzt noch ein bisschen bearbeiten, also zum Beispiel vorne und hinten noch was wegschneiden. Ja, da müsst ihr einfach nur hier das Ganze verschieben, und dann könnt ihr auswählen, von welcher bis zu welcher Sequenz euer Video gehen soll. Könnt es hier abspeichern und dann gleich den nächsten Clip nehmen. Ja. Jetzt haben wir das hier schon mal gekürzt, jetzt können wir den zweiten Take nehmen, an einer völlig anderen Position. Gehen auch hier wieder auf Schneiden, warten kurz, bis das Video hier geladen ist. Ja. Und jetzt können wir auch da wieder die Sequenz raussuchen, zu der wir beginnen wollen und an der das Video aufhören soll. Also, und dann könnt ihr das Ganze auch noch mit dem dritten, mit dem vierten und mit dem fünften Clip machen, so wie das halt am Schluss aussehen soll. Ja? Also auch hier wieder kurz bearbeiten, Take auswählen, von wo bis wo soll die Sequenz gehen. Ja? Wieder kurz abspeichern hier unten. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen vorbereitend. Und dann müsst ihr hier oben eigentlich nur noch euer Projekt beschriften. Das heißt, ihr könnt hier oben sagen, Projekt beschriften, das ist jetzt also mein YouTube Video Editor Tutorial. Ja? Und jetzt muss ich hier oben nur noch auf Veröffentlichen klicken, und dann wird mein Video auch schon veröffentlicht. Dann seht ihr hier, dieses Video wird momentan noch bearbeitet. Ich kann aber jetzt zum Beispiel schon die Videodetails bearbeiten. Klicke ich einfach hier oben wieder auf Meine Videos, und jetzt kann ich hier, während das Video im Hintergrund schon bearbeitet wird, kann ich hier nochmal auf Bearbeiten klicken und hier nochmal ausfüllen, von wann ist das Video, ja, wie heißt es, was will ich hier als Tags reinschreiben, in welcher Kategorie soll es sein, jetzt natürlich Tipps und Tricks zum Beispiel, und jetzt kann ich es auch schon auf Öffentlich setzen, wenn ich möchte. Momentan ist es noch auf Privat gesetzt. Geht relativ einfach, und so klappt es auch mit dem YouTube-Editor.